Es hat Wortmeldungen gegeben, begonnen mit dem Finanzminister, klares Bekenntnis zur Jugend und deren Bildung. Nona. Weil diese Jugend wird es sein, die ein hervorragendes Rüstzeug brauchen muss, um nämlich das zu tun, wozu wir es mit diesem Doppelbudget auch vergattern, nämlich die Suppe der Zukunft auszulöffeln. Also da ist wirklich für die Bildung nichts zu wenig, dass wir diese Jugend, die heute unter diesem Belastungspaket, was für die Zukunft geschnürt wird, hier ausrüsten müssen. Ich möchte ein paar Sachen eingehen, die im Wege der Debatte gefallen sind. Der Klubobmann Chapp hat sich über mehrere Dinge geäußert, unter anderem hat er nahezu Tränen erstickter Stimme gemeint, der gesagt hat, ja, es geht um die österreichischen Arbeitsplätze, da wird die SPÖ kämpfen bis zum Umfallen. Was ist denn dann mit der Lockerung der Kündigungsbestimmungen für die Lehrlinge in den Betrieben, die jetzt die ersten zahlen werden, die im Rahmen dieser Krise die Zeche werden zahlen müssen und um ihren Arbeitsplatz und ihren Ausbildungsplatz werden zittern müssen? Aber viel aktueller, der Klubobmann Chapp hat gesagt, er versteht das eigentlich gar nicht, dass die Lehrer gar nicht so die 2 Stunden mehr in der Klasse arbeiten wollen. Naja, hat er das nicht mitbekommen, dass aufgrund dieser 2-stündigen Mehrverpflichtung tausende Junglehrer und andere Lehrer ihren Arbeitsplatz verlieren müssen? Ist das die Arbeitsplatzsicherung des Josef Chapp, das hier die SPÖ auf die Fahnen schreiben möchte? Das ist es nicht. Aber jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, weil die 2 Stunden sind nämlich nicht das Problem. Das würden die Lehrer nämlich gerne machen, wenn es darum ginge, die Stundenzeitreduzierung der Vorgängerin Gera hier in irgendeiner Form wettzumachen. Es hat gestern auch noch im Rahmen der Schuldebatte der Kollege Walser gesagt, dass jedes Kind gleich wert ist. Na, selbstverständlich ist jedes Kind gleich wert. Nur man muss auch von den Grünen anerkennen, dass es immer gewisse Unterschiede, die auch in der Biologie liegen. Es gibt auch Unterschiede von Mann und Frau. Ich hoffe, das werden Sie nicht wegleugnen, weil sonst kann man unter Umständen biologische Beweise